Im Norden Israels kämpften Einsatzkräfte in der Nacht von Montag auf Dienstag gegen Waldbrände. Ausgelöst wurden die Brände durch Raketenbeschuss der militanten Hisbollah aus dem Libanon. Lokale Medien berichteten, dass nahe der libanesischen Grenze einige Häuser in Brand gerieten. Viele Bewohner wurden bereits vor Monaten aus ihren Häusern evakuiert, nachdem die Hisbollah parallel zum Gazakrieg Geschosse auf Israel abgefeuert hatte. Laut Angaben der Behörden haben sich die Brände auf Tausende von Hektar ausgebreitet. Die Feuerwehr ist gleich an mehreren Orten im Einsatz. Das israelische Militär entsandte Ausrüstung und Soldaten, um bei der Eindämmung der Flammen zu helfen, die sich aufgrund des heißen und trockenen Wetters schnell ausbreiteten. 6 Reservisten wurden nach Angaben des Militärs leicht verletzt. Die Polizei teilte mit, sie habe Straßen gesperrt und die Bewohner, die sich noch in dem Gebiet aufhielten, aufgefordert, es zu verlassen.